Das Boot. Der Kinofilm von 1981. Die Eintrittskarte für Regisseur Wolfgang Petersen, aber auch Hauptdarsteller Jürgen Prochnow für Hollywood. Schauspieler wie Heinz Hönig, Uwe Ochsenknecht, Jan Fedder, Martin Semmelrogge, Claude-Oliver Rudolph, Ralf Richter, Klaus Wennemann und Herbert Grönemeyer, die bis dahin vorwiegend auf der Theaterbühne standen, hatten mit dem Boot ihren Durchbruch im Filmgeschäft. Es war und ist aber auch ein herausragender Film, basierend auf einem großartigen Roman von Lothar Günther Buchheim. Aber wie wäre die Geschichte eigentlich weitergegangen, nachdem einige der Besatzungsmitglieder der U-96 den Luftangriff auf ihr im Hafen liegendes U-Boot überlebt haben und an Land geklettert sind? Das zeigt die achteilige Fernsehserie Das Boot, die jetzt auf dem Bavaria-Filmgelände Premiere gefeiert hat. Es stand von Anfang an fest, dass wir uns nicht an einem Remake versuchen, weil wenn der Film, der ist so ikonisch, das kann man schlecht toppen. Unsere Geschichte beginnt 9 Monate nach dem Ende des eigentlichen Films, der 81 gedreht wurde. Das heißt, es gibt natürlich gewisse Charaktere, die jetzt nicht mit gleichen Rollenbezeichnungen wiederkommen, aber es gibt gewisse Charakterzüge, die in gewissen Charakteren wieder auftauchen, aber es gibt keinen direkten Bezug zum Film. Deswegen ist so also die Angst da, was falsch machen zu können, eigentlich weniger präsent gewesen. Von daher waren wir alle eigentlich nicht darauf bedacht, jetzt irgendwas zu kopieren, sondern wollten eine eigene Geschichte, die für sich alleine stehen kann, neue Besatzung, neues Boot, neue Mission und einen tollen Strang an Land auch. Dadurch, dass ich wusste, dass mein Strang komplett an Land spielt und gar nicht im Boot, habe ich versucht, überhaupt nicht an das Boot zu denken. Von daher waren wir eigentlich alle nicht so nervös, eher haben wir uns alle drauf gefreut. Ja. Ich bin sehr gespannt. Es ist immer schön oder ist immer eine Herausforderung, glaube ich, auf so großen Stoffen aufzubauen. Aber ich habe schon so ein bisschen was gesehen und alles, also von Aufstellern bis zu Plakaten bis zu diversen Hintergrundberichten, die ich schon gesehen habe, verspricht da sehr viel und ich glaube, das ist eine ganz tolle Produktion geworden. Ich bin super gespannt. Zum Beispiel habe ich mich gefragt, ob Sie die Musik, die ja auch ganz toll war, von Das Boot, ob Sie die haben, ob Sie die gekauft haben sozusagen. Und ich bin gespannt, wie Sie mit diesem Erbe umgehen. Den Sound vom Boot, den Sound, den haben wir alle, weil der so Gänsehaut und alles zuschnürt, weil wir alle wissen, die sterben. Und jetzt die Serie oder der Mehrteiler dazu, ich bin total gespannt. Ich erwarte gar nichts, weil ein guter Film, der nimmt mich gefangen, nimmt mich mit auf die Reise und dann vergesse ich alles, was drumherum ist. Und ich denke mal, es ist auch eine andere Geschichte, hat mit unserer auch überhaupt nichts zu tun, außer dass der Titel auch Das Boot heißt, was vielleicht auch nicht schlecht ist, weil dann das Fahrwasser ist schon da, das Boot ist schon ein Markenzeichen, aber ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf jeden Fall. Es gibt ja mehrere Erzählstränge bei uns und ich habe großes Glück, dass ich nicht aufs U-Boot musste. Ich werde nämlich leicht seekrank. Nee, auf gar keinen Fall. Wirklich froh, dass es nur gespielt war. Also selbst in so Situationen, Gefahrensituationen, weil das Studio, was aufgebaut war, besteht aus verschiedenen Gimbals. Das heißt, man konnte das wirklich bewegen die ganze Zeit, um Bombenangriff oder irgendwas zu simulieren. Und das war schon sehr heftig. Und nur die Vorstellung, also dass es selbst in so einem Moment, wo es simuliert wird, das hat ja mit der Realität nichts zu tun. Und das war schon sehr, da ging es schon heftig ab, ja. Ich liebe die Freiheit und wo ich das Boot gedreht habe, da habe ich mir eine riesen Wassermühle gemietet in Bayern mit einem eigenen Bach, dass ich auch noch genug Platz hatte. Also das ist schon wichtig. Also die Enge, also klar, man kann auch in einer Apfelsinenkiste kann man auch die Welt in den Kopf kriegen. Und die enge Welt, aber nein, das ist schon Schwerstarbeit, klar. Disziplin halt. Dieses Boot ist neu. Wir werden es testen. Vor allem aber wird es uns testen. Wasserbomben! Angriff abbrechen. Der Kommandant ist eine Schande.
Das hier ist mein Boot. Aber ich denke, das wissen Sie. Also ich hatte eine Szene in diesem Boot und das hat mir gereicht. Also ich glaube, ich hatte zu viel Klaustrophobie. Also ich hatte schon so Klaustrophobie, obwohl wir irgendwo in einem Studio waren. Ich könnte das nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe Probleme mit Höhe, aber ich habe noch nie Probleme mit engen Rollen gehabt. Ich habe Klaustrophobie, ich kann das gar nicht. Gar nichts. Furchtbar klaustrophobisch. Deswegen, also bei dem Film, ich habe echt gedacht, es schnürt, alles an mir wird eng und ich kann nicht mehr atmen. Ich könnte mir vorstellen, mal mit einem U-Boot irgendwie eine Tour zu machen, aber nie länger als eine Woche. Robert Mitchum wurde mal gefragt, ob er 150 Drehtage auf dem Schiff macht. Sagt er, nein, auf keinen Fall, 150 Tage, auf keinen Fall. Die wollten ihn unbedingt haben, also haben sie Robert Mitchum wieder gefragt, 50 Tage auf dem Schiff, no way. Ja, was können wir machen? Hat er gesagt, einen halben Drehtag und die Gage von 150 Tagen, dann mache ich das. Okay, jetzt wisst ihr's. Ich würde nie mit irgendjemandem 2 Monate in einem U-Boot verbringen. Nee. Also ich würde vielleicht einen Tag in so ein U-Boot gehen. Und dann mit Lady Gaga oder so. Mit der Vicky Krebs. Weil das eine Kollegin von mir ist, die genauso wie ich fließend Französisch spricht, die ich sehr gerne mag und wir schon 3 Filme zusammen gedreht haben. Also wenn ich müsste, würde ich mir wahrscheinlich den Rick aussuchen. Unsere Figuren mögen sich in der Serie nicht so sehr, aber privat verstehen wir uns sehr, sehr gut. Wir haben auch viele Autofahrten von Berlin nach Prag zusammen verbracht. Also mit dem lässt sich ganz gut leben. Ah, ich glaube nicht. Also ich habe zwar keine Platzangst, aber ich hätte irgendwie Probleme mit Tiefe, glaube ich. Also so lange auf so geschlossenem Raum unter der Erdoberfläche sozusagen zu sein und da auch nicht rauszukommen, ich glaube, ich würde da nicht so gut schlafen. Simone Strasser, die neue Übersetzerin. Französin? Nein, Deutsche. Es geht um ihren Bruder. Du musst mir einen Gefallen tun. Mein Leben steht auf dem Spiel. Was ist mit den Menschen, die ihr Leben verlieren? Unschuldige. Ich bin für Vergeltung. Mit aller Härte. Das Boot. Die Serie. Ab dem 23. November auf Sky. Ja, und weil das bis jetzt keiner erwähnt hat, weil es vielleicht noch keinem aufgefallen ist, ja, dann sag ich's halt mal. Wenn man so will, dann erscheint die Serie zu einem Jubiläum. Denn der Roman Das Boot von Lothar Günther Buchheim ist vor genau 45 Jahren erschienen.